Guten Tag, ich möchte euch heute wieder einen neuen Butterfly Trainer vorstellen, und zwar den Practice Retro Balisong Tactical Trainer. So, und der befindet sich in dieser schönen Verpackung. Machen wir es einfach mal auf. Was erwartet uns da drin? Das gute Schmuckstück hier. Ja, das Teil erinnert mich jetzt optisch gesehen. Also die Handles und so erinnern mich jetzt hier an das McFly, was vor einer Weile sogar mal der Dirty Cross vorgestellt hat. Link in der Videobeschreibung. Ja, machen wir es einfach mal auf. Okay, und was mir hier direkt auffällt, wir haben hier Sechskantschrauben. Keine Torx-Schrauben, sondern halt Sechskantschrauben. Und die Klinge wird von zwei Nieten, die sich in den Handles befinden, stabilisiert und gehalten. Eigentlich auch eine schöne Idee. Stellst du mal scharf. Ne. So wird das nichts. Na okay, also wie dem auch sei. Hier hinten befinden sich nochmal zwei Sechskantschrauben und zwei Torx-Schrauben, die das Ganze hier zusammenhalten. Wir haben hier ein sehr schönes Latch. Das aber jetzt hier kein Latchgate besitzt und auch. Naja, es klappert jetzt hier die ganze Zeit rum, das würde dann beim Flippen auf jeden Fall stören. Ist jetzt nicht so meins. Aber naja, was will man dagegen unternehmen? Was mir eigentlich auch auffällt. Schaut mal genau hin. Hier oben ist der Abstand zwischen den zwei Handles geringer als hier unten. Das finde ich jetzt nicht so schön. Und gucken wir mal ganz kurz aufs Handle Play. Ja, ist schon ordentlich. Aber zum Glück kann man die Schrauben ja auch nachziehen, wenn man das richtige Werkzeug dafür hat. Ja, kommen wir mal schnell zu den Maßen. Und zwar, wir haben ein Gewicht von 137 Gramm. Wir haben Klingenlänge 9,4 cm, im geschlossenen Zustand 12,8 cm und im offenen Zustand 21,4 cm. Ja, so, also mein Fazit zu diesem Messer ist jetzt, es sieht zwar sehr schön aus. Es ist jetzt zwar nicht so glänzend wie das hier. Also es ist eher, also das hier ist jetzt hier so quietschbunt und das hier eher so im Metallic Look. Kann man auch schon einen Unterschied sehen, das wurde nicht so poliert wie das hier. Aber naja. Ich muss mal noch dazu sagen, das Teil hier hat 30 Euro gekostet. Also von Anlux gibt es zur Hälfte des Preises viel bessere Balisong Trainer. Empfehlen kann ich ihn jetzt nicht wirklich, aber wenn ihr ihn haben wollt, Link ist in der Videobeschreibung. Der Amazon-Link existiert nicht mehr, also habe ich euch jetzt einfach mal einen von eBay in die Beschreibung gepackt. Das ist genau dasselbe, bloß dass es halt hier drei Fräsungen drin hat in der Klinge. Ich finde das mit der Tanto-Klinge eigentlich auch eine schöne Idee. Es gibt, sollte mal mehrere Trainer mit solchen Klingen hier geben. Man könnte es theoretisch nachschärfen, aber ich mache sowas nicht. Und außerdem habe ich auch nicht die großen Gerätschaften, um diese Klinge nachzubearbeiten. Und außerdem sähe es dann nicht mehr so schön aus. Naja, okay, das war's dann auch von meiner Seite. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Okay, noch ein kleiner Anhang. Ich muss noch dazu sagen, dass die Verarbeitung der Handles sowohl der Klinge nicht wirklich gelungen ist, da das ganze Butterfly mit Kratzern und kleinen Makel übersät ist. Zudem ist die eine Fräse für die Klinge zu groß, also das heißt, im geschlossenen Zustand sind sich die Handles deswegen zu nah, weil bei der einen Seite zu viel weggefräst wurde. Und außerdem stört beim Flippen hinten der kleine Haken, weil der nicht abgerundet wurde. Ich habe mir dadurch außerdem schon mal die Hand eingequetscht.